Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren neuen kleinen Projekt hier auf diesem Kanal. Playway haut aktuell raus wie Sau. Also wirklich haut übel raus. Neben dem Spiel ist jetzt schon wieder noch ein neues und ich weiß gar nicht, wie ich hier nachher kommen soll, um ehrlich zu sein. Wir sind jetzt in dem Spiel Service IT You Can Do drin. Das ist vor 3, 4 Tagen irgendwie erschienen. Und wie es der Name ja schon sagt, sind wir in diesem Spiel ein ITler, der IT-Dinge macht. Das Ganze ist im Early Access, ist auch jetzt schon frei für euch, könnt ihr euch also kaufen. Ihr seht Version 0.1.3 und das soll wohl so eine Mischung sein aus PC Building Simulator, Elektriker Simulator und Hacking Simulator, irgendwie so alles in der Richtung, ganz wilde Nummer. Auf jeden Fall, wir schauen es uns einfach mal an. Oberfläche ist in Deutsch. Audio ist in Englisch, Untertitel sind in Deutsch. Ich habe hier grafiktechnisch schon alles eingestellt, habe mir das Ganze generell erstmal hier angeschaut und kenne jetzt so ungefähr den Anfang, aber dann kann ich es euch dementsprechend auch erklären. Wir hier sind Olaf, ist ja ganz klar, ne? Wir sind die Olaf IT GmbH, ganz klassischer Hase. Das Voice-Over empfehle ich euch auszulassen, das ist nämlich nicht geil. Und Tutorial starten wir natürlich rein. Dass das Ganze hier wird, wie es wird. Das Voice-Over ist so eine verzerrte Computerstimme namens Evelink hier. Und das ist dann so, hi, ich bin hier. Also so möchte gern. So möchte gern Hacking-Shit halt, ne? Und naja, deswegen lassen wir das Ganze in dem Falle hier sein. Und jetzt werden wir hier einmal gehackt. Close your service now or face dire consequences. We're watching. Ja, das ist also dementsprechend schon die ganze Geschichte, ne? Anonymous, ne? Du bist neu hier, wir wünschen uns keine Neulinge. Wenn Sie jetzt nicht möchten, dass was Schlimmes passiert, schließen Sie Ihren Service jetzt, wir beobachten Sie. Naja, bla 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 halt, ne? Das Übliche halt. So, klicken Sie auf den Laden und dann auf Konfigurator. Also wir gehen auf Geschäft, wir gehen auf Konfiguration und hier sollen wir jetzt ein Motherboard, einen Prozessor und eine RAM auswählen und das Ganze hinzufügen. Ihr seht, Lizenzen haben wir natürlich keine. Wir haben hier ein Motherboard mit dazu, wir haben hier ein i3 2140 und wir haben den Nice RAM mit dazu. Das sollen wir einmal hinzufügen, dann sollen wir hier einmal eine Bestellung aufgeben. Das Ganze kommt in 1 bis 2 Werktagen an. Es war ein anstrengender Tag und wir sollen unser Tag in dem Falle beenden. Nächster Tag, Mittwoch, 5.3.2024. Schöne Sache. Hier ist unser Paket. Das sollen wir einmal öffnen. Haben wir eine Hauptplatine, einen Prozessor und Abteile gesehen. Und damit sollen wir jetzt einmal zum Motherboard, zur Workstation hier gehen und sollen dementsprechend hier damit arbeiten. Ne? WASD, Kamerawinkel, können wir dann dementsprechend hier verstellen. Ne? Also so eine Art, ich nenne es mal die Detailansicht mit dazu. Wir können auch Licht in dem Falle hier mit einschalten, wenn wir das Ganze denn wollen. Ne? Und ja, jetzt wird uns halt dementsprechend erklärt, dass wir hier die CPU einsetzen sollen, das Ding runter machen, wir sollen den RAM-Riegel einsetzen. Ne, beenden Sie in Escape drücken. Jetzt können Sie das Motherboard mit Gewinn verkaufen. Meinen Artikel zu verkaufen, halten Sie Alt gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Also Alt-Taste gedrückt halten, linke Maustaste. Dann sehen wir jetzt hier so ein Dollar-Symbol. 900 Dollar. Zack, verkauft. Schöne Sache. Bevor wir weitermachen, habe ich etwas für Sie. Öffnen Sie die Box auf dem Tisch. Wo haben wir hier eine Box auf dem Tisch? Diese hier. Dann öffnen wir mal das Ganze. Auf Ihrem Telefon befinden sich nützliche Anwendungen, einige davon auch auf dem Computer. Notizen speichern Informationen bei bestimmten Aktivitäten. Um das Telefon zu verstecken, slash zu entfernen, drücken Sie die Taste Q. Sehr schön. Können wir weitermachen. So, lass mich dir einen anderen Weg zeigen, wie du Geld verdienen kannst. Öffne die Auftrags-App auf deinem Telefon. E-Mail, Verträge, News, Hilfe, Entschlüsseln. Ich gehe mal davon aus, dass es dann das ist. Hier finden Sie Auftragsanfragen von Kunden. Akzeptieren Sie den verfügbaren Auftrag. Unterstützung für Serverbenutzer. Wir brauchen dringend Hilfe bei der Konfiguration von Active-Servern. 500 Euro, einfach, erforderliche Fähigkeit gar nichts. Frist 13.03. um 20.06 Uhr.
So, nehmen wir an. Nach der Aufnahme des Antrags erhalten Sie eine E-Mail mit Details von den Kunden. Öffnen Sie jetzt die E-Mail-Anwendung. Ja. Dann gehen wir einmal hier zurück. Dann gehen wir E-Mails. Benutzerunterstützung. Das ist sehr gut konfiguriert. Hallo, in letzter Zeit gab es personelle Veränderungen in der Firma. Normalerweise hilft unsere IT in solchen Situationen, aber die sind jetzt im Urlaub. Wir würden es schätzen, wenn Sie eine Active Server Anwendung ausführen. Wir haben bereits Zugriff gewährt, die folgenden Änderungen vornehmen. Benutzer Martin Wick entfernen, das Passwort von Glenorax zu Paper Solution Dings ändern und die Option aktivieren, dass dieser Mitarbeiter sein Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern muss. Wenn du gute Arbeit leistest, melden wir uns wieder bei dir. Ja, freut mir. Gut, also gehen wir dementsprechend hier rein, gehen auf Active Server. Paper Solution, befolgen Sie die Reihenfolge, alles erledigt haben, öffnen Sie die Vertragsverwaltung und schließen Sie den Auftrag ab. Dankeschön. Also, okay, da muss ich hier nochmal raus, dann muss ich das nochmal hier durchlesen. Aufgaben zu erledigen, verwalten. So, also, wir haben bereits Zugriff gewährt. Martin Warek soll entfernt werden. Das Passwort von Clemens, bla bla bla, zu Dings, okay. Also, Active Server. Marek war Finanzen, den soll ich löschen. Und da gehen wir nochmal kurz raus. Das Passwort von Claire zu Dings ändern. Kann man sogar kopieren, ja, ja, guck an. Clemens verwalten, Passwort. Inkorrekt Pass. So, machen wir das hier. Benutzergruppe, Benutzergruppe, HR, begrenzte Berechtigung, zwingen Sie Endoscanner bei der nächsten Anmeldung. Speichern, dann hat sich das hier nämlich auch erledigt. Dann können wir hier wieder in die Verträge gehen. Sie haben eine Aufgabe, werden Ihnen per E-Mail gesendet. Ja, ja, aktive Verträge habe ich hier, habe ich erledigt. Abschließen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Vertrag abgeschlossen. Machen Sie eine Pause und wenn Sie zurückkommen, setzen wir die Arbeit fort. Gehen Sie zum nächsten Tag über. Dankeschön. Halt. So, eine durchschnittliche Bewertung 5 von 5. Freut mir. Gibt es da noch eine E-Mail? Also, kann ich das hier alles mal löschen? Freut mir. Aha, aha. Hallo, ich bewerte die Ausführung und Auftrag mit 5 von 5 Sternen. Sie erhalten entsprechende Berufspunkte und Bezahlung. Das freut mir doch. So, gehen wir hier raus. Machen wir hier zu. Gut, dann gehen wir an den nächsten Tag. Jawohl. So, willkommen zurück. Gehen Sie jetzt an Ihren Computer und schalten Sie die Anwendung Kurse ein. Hier können Sie, kommt gerade recht, bla bla bla. Ich habe nämlich einen Rabatt für den ersten Kurs, sodass Sie das komplett kostenlos machen können. Nimm am Lötkurs teil. Löten für 0 Dollar. Ah, in VR. Willkommen bei der Löten-Dings. Nehmen Sie das RFID-Board auf und klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Lötstation, um es abzulegen. RFID-Board. Das Ding oder was? So. Nehmen Sie jetzt, gehen Sie jetzt in den Arbeitsmodus, indem Sie linke Maustaste auf die Lötstation klicken. Arbeitsstation. Verwenden Sie das Scrollrad, WASD-Taste, um sich zu bewegen. Drücken Sie die Tab-Taste, um das Inventar zu verwenden oder auszublenden. Drücken Sie die Escape-Taste, um den Arbeitsmodus zu verlassen. Um den Kamerawinkel zu ändern, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus. Um einen Gegenstand aufzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Werkbank. Um ihn abzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste bla. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben am Bord des Gehäuses zu lösen. Indem Sie darauf linke Maustaste drücken, entfernen Sie die gelösten Gehäuseteile ebenfalls mit linker Maustaste. Wenn Sie die Aufgabe abgeschlossen ist, schließen Sie die Abdeckung, indem Sie mit der linken Maustaste klicken, um die Schrauben auf ihren Platz zurückzusetzen. Klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um sie reinzudrehen. Alles klar. Sehr schön. Platinenreinigung. Verwenden Sie Baumwolltücher, um die Platte zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz, indem Sie mit der linken Maustaste gedrückt halten.
Sehr aufregend, wohlgemerkt. Sehr, sehr aufregend. Kommen wir noch näher ran, oder? Nehmen Sie das Taschentuch, bewegen Sie die Maus, während die linke Maus das drücken, bis der Schmutz verschwindet. Hm? Sehr schön. Klicken Sie auf den roten Schalter, um das Multimedia einzuschalten. Es kann mehrere Modis durch das Klicken am Rad geändert werden. Abhängig vom Element, das wir messen, müssen wir den entsprechenden Modus wählen. Um herauszufinden, welcher Modus Sie wählen sollten, schauen Sie unten rechts auf die Matte. Dort finden Sie unter anderem Hinweise darauf, welcher Multimeter-Modus verwendet werden sollte, um die Werte des Elementes korrekt zu lesen. Also das Ding hier, okay. Mit den Sonden halten Sie linke Maustaste auf das Element gedrückt, was Sie messen möchten. Wenn Sie auf dem Multimeter angezeigte Werte außerhalb des Bereichs der Werte liegen, über dem gemessenen Element angezeigt werden, ist es defekt. Ja. Ohmen? 5, 12, 20k Ohmen, 2. Okay. Ja. Multimeter ist ein. Aber was für einen komischen RFID, die neue E-Mail eingegangen. Hey. 102? 115? 280 bis Dingsgrad, also. Aha. Ach so, das ist jetzt 2 Volt Diode, 2 FN, 200 FM, 20M, 20K Ohm, 200K Ohm, 20K. Aha, verstehe, okay. Und wir brauchen jetzt 2K Ohm, 20K Ohm oder was? Widerstand 512, 4,8 irgendwas, bla bla bla. Aha. Soll mir jetzt am Ende des Tages was sagen? Okay, scheinbar haben wir alles richtig gemacht. Stellen Sie die Temperatur am Lötkolben mit den pfeilförmigen Tasten ein oder setzen Sie sie schnell auf 300 Grad Celsius. Warten Sie, bis der Lötkolben aufgeheizt ist. Um das Bauteil zu entlöten, müssen Sie die beiden Lötstellen loswerden, die das Bauteil mit der Platine halten. Nehmen Sie die Lötkolbenflasche und halten Sie die linke Maustaste auf das defekte Teil gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn der Marker auf dem grünen Feld ist, um das erste Löt zu entfernen. Wiederholen Sie die Aktion für das zweite Löt. Wenn Sie bei einem Artikel beide Lötstellen entlötet sind, klicken Sie darauf, um ihn zu entfernen. Nach dem Auslöten des defekten Bauteils nehmen Sie das neue aus der Kiste neben der Lötstation durch Linksklicken, bla bla bla. Durch Linksklick auf die Kiste und Auswahl entsprechenden Elemente legen und legen Sie es ins Inventar. Um die Gegenstände wieder in die Kiste zu legen. Klicken Sie auf die Stelle, in der sich der Widerstand befand, um einen neuen Widerstand zu platzieren. Wählen Sie das entsprechende Element auf den entscheidenden Ding. Ja, okay. Das Löten des Bauteils erfolgt auf die gleiche Weise wie das Entlöten.
Heine Fresse, er muss ja ein halbes IT-Studium hier gemacht haben, oder wie? Was soll ich haben? 280 bis 320 Grad. So. Schöne sind die Temperaturen, blablabla, Widerstand. Klicken Sie dann auf den Widerstand, die Sie entfernen, denken Sie daran, das Element hat zwei Lötstellen. Aber was soll ich jetzt hier entlöten? War das jetzt der da oben oder wie oder was? Ah ne, der hier. Ah ja, okay, ging auch nur der. Ah ne, oder mal verwenden Sie Reinigungsset. Aha. Naja, entfernt. Beenden Sie nun den Arbeitsmodus, nehmen Sie einen neuen Widerstand aus den Behältern, zwischen das andere Inventar. Nehmen. Kehren Sie nun zum Arbeitsplatz zurück. Wechseln Sie in den Arbeitsmodus. Was habe ich denn jetzt im Inventar oder was, ja? So, klicken Sie auf die Stelle des Widerstands und wählen Sie in den verfügbaren Optionen. Widerstand, ja. Klicken Sie an die Stelle des Widerstands und wählen Sie eine verfügbare Option, um diesen einzusetzen, und löten Sie danach das Element. Okay. Platinprüfung. Verwenden Sie den Reg... Was? Verwenden Sie den Regler, um Amps und Volts einzustellen, die für das Board geeignet sind. Denken Sie daran, dass Sie diese Informationen unten auf der Matte finden. Verwenden Sie zum Drehen das Scrollrad. Stecken Sie das Board ein, indem Sie die linke Maustaste auf das Netzkabel drücken und dann die LED-Grünleuchte, funktioniert das Board. Wenn Sie rot leuchtet, funktioniert das Board immer noch nicht. Solange Amps und Volt auf 0 eingestellt sind, leuchtet die LED nicht auf. Achtung, bei realen Reparaturen kann das Zerstören der Platine durch hohe Ampere- oder Volteinstellung passieren. In diesem Fall müssen Sie alle nicht funktionierende Elemente ersetzt werden. Aha. Also laut Dings haben wir hier 11 Volt bis 13 Volt bei 1,8 bis 2,5 Ampere. Na. So, klicken Sie auf den Kabelanschluss, um es zu verbinden. Stellen Sie die geeignete Werte am Netzteil mit den Drehknöpfen. Achso, verwenden Sie das Scrollrad. Was war es jetzt? Volt? 11 Volt? 11 Volt, 1,8. Ne? LED leuchtet grün. Okay, ziehen Sie das Kabel ab, setzen Sie die Abdeckung vor Ort wieder auf und schrauben Sie die Schrauben rein. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt selber hier so... Ne, voilà. Sehr schön. Wenn ich jetzt selber so viel jetzt hier lesen muss und ne, und bla, aber ist schon... Also das machst du jetzt... Uppala. Das ist halt nicht gerade mal so nebenbei Ding hier. Na, das ist erstmal so die Grundsätze verstehen. So, beenden Sie den Arbeitsmodus, indem Sie den Laser auflegen, um Ihnen orangefarbenes Regal. Das orangefarbene Regal, ja. Gut gemacht, du hast den Kurs abgeschlossen. Sie haben gewonnen. Danke. Lötkenntnisse, Lötzubehör im Laden, neuer Arbeitsplatz, neue Mission. Großartig.
Okay, schön, dann habe ich schon mal löten. Ich habe zwar an sich keine großartige Ahnung, was ich da, aber ich sehe, du lernst schnell. Du kannst nun neue Aufträge zur Verfügung, führe mindestens 2 davon aus. Wenn du stecken bleibst, überprüfe die. Diggi, so schnell kann ich nicht mal lesen. Ah, 2 Aufträge abschließen und etwas Geld verdienen. Ja, alles klar, Digga, vielen Dank. Verträge, was haben wir denn? Smartes Büro, dringend. Löten. Nice Network. Änderungen für Mitarbeiter. Kürzlich einige Änderungen vorgenommen. Ja, komm. Das nehme ich an. Sie haben Auftrag übernommen. Danke. Gucken wir erstmal in die E-Mails. Änderungen von Mitarbeitern. Admin. So, dafür müssen einige Personen Admin-Status gewährt bekommen. Fügen Sie bitte 2 Mitarbeiter hinzu. Elena Max, Typ Benutzername, E-Mail-Adresse, bla. Ja, alles klar. Kann ich einfach mit Steuerung C arbeiten? Funktioniert das soweit? Bin mir nicht so ganz sicher. Vorname Elena, Nachname Max. Sehr schön, funktioniert. Was ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass ich das Ganze hier nicht hin und her switchen kann. E-Mail-Adresse emax nicework, Benutzername emax. Jetzt muss ich ja die ganze Zeit hin und her springen. So, das ist also dementsprechend Dings, e.max. Speichern wir erstmal kurz, dann muss ich hier wieder hier raus, dann wieder hier rein. E.max Passwort, nicework 123, wählen Sie Passwort beim nächsten Login ändern. Okay. Die Elena ist aber Typ Benutzer. Also Typ Benutzer, Gruppe gibt's keine, Passwort. Nicework 123. Muss Dings gemacht werden. Speichern. Gut, danke. Dann Mark Fallen. So, Benutzer. Aha, gut. So, speichern wir den hier erstmal ein. Dieses Hin- und Her-Geswitche ist ein bisschen sinnbefreit in meinen Augen. M.Fallen ist dann hier wiederum der richtige. Also M.Fallen. Speichern. Aber man kommt halt hier ohne die Escape-Geschichte und nicht da raus. Ne? Also von daher. So, nice work 1, 2, 3. Passwort beim nächsten Login ändern. Benutzer beim nächsten Login ändern. Und wen sollte ich jetzt als Admin machen? Darüber hinaus bitte Typ von Benutzer auf Admin Hochstufen, Alice und John. Okay. Alice und John. Gut, hab's verwaltet, würde ich sagen. Passt. Neue E-Mail eingegangen, freut mir. Änderung Mitarbeiter. So, 5 von 5 Sterne. Ich bin beeindruckt. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. So, Intranet-Platine zur Reparatur. Ich kann die Tür nicht mehr öffnen, der Laser ist kaputt. 1000 ist schon herausfordernd, ne? Komm, ich nehme es einfach mal an. Seit einiger Zeit lässt sich die Bürotür meines Büros nicht mehr öffnen, aber heute hat sie die Grenze überschritten. Ich brauche dringend die Reparatur des RSID-Kartenlasermoduls. Die Lieferung erfolgt am nächsten Werktag. Ich würde Sie bitten, sich zu beeilen. Ja. Bestätigen. Danke. So, dann gucken wir mal. Lötplatz hier. Also, wir haben das zwar jetzt im Tutorial gemacht. Ich habe aber trotz allem absolut keine Ahnung, was abnormal ist und was nicht abnormal ist jetzt an den Werten. Wir werden es sehen. Ja, bin ich ehrlich zu euch. Wir werden es sehen. Es wird entweder wird es funktionieren oder es wird halt nicht funktionieren, ne? Also, eins von beiden. Wir haben jetzt hier wieder diese RSIFD-Geschichte. Da hat sich ja jetzt in dem Fall auch nichts geändert. Also, wir müssen hier auf diesen
Dings da. Da müssen wir hier irgendwie auf dieses 2K, ne? 2K irgendwas umgedöns und dann 004. Also ich sehe mal hier Widerstand 102, 095 bis 1, irgendwas. Und hier sagen wir 002. 4 irgendwas kann ich nicht auslesen. 0,779. Also ist der defekt? Und der defekt? Quatsch, der defekt? Scheint mir ja so, ne? Weil die anderen kann ich ja in dem Sinne nicht auslesen. Beziehungsweise hier kann ich die auslesen. Die sind in Ordnung. Oh, der ist auch nicht in Ordnung. Der Widerstand. Also ist der defekt. Also sind die der defekt und der defekt halt so vor nach dem Motto, ne? Okay. Okay, okay, okay. Habe ich hier irgendwo Widerstände? Oder muss ich mir die, ich glaube die, warte mal, Widerstand, TT. Container ist leer, kaufen Sie sich Widerstände. Oh. Was brauche ich denn überhaupt für Widerstände? Widerstand 102, Widerstand 01C und Widerstand 821. Und das soll ich mir jetzt merken, oder was? Gottes Willen. Teile. Widerstände. Ach du Scheiße. Okay. Hm, 512, C01, bla. Warte mal, kann ich nicht. Nein. Was ist das hier? Da steht 102, 512 und so weiter. Also wir brauchen ja den, den und den, ne? Also die waren sehr. Also brauche ich erstmal irgendwie einen 102er. Also der hier. Also wir können ja, wie viel Kohle haben wir? Können wir mal Zähne bestellen. Dann machen wir hier oben mal Zähne. Machen wir hier mal Zähne. Also ich habe jetzt 1001, 102, 512. Sorry, ich bin in dieser Löt-Thematik gar nicht drin. Und 821, ne? Nehmen wir auch einfach gleich mal die mit. Ich weiß, der eine muss nicht ausgetauscht werden. Aber wir nehmen jetzt trotzdem einfach auch mal die hier mit. So, 16 Doleros zur Kasse gehen. Soll, wenn es geht, heute kommen. Zusätzliche Kosten. Ja, ist okay. Das muss heute kommen. Okay, Dankeschön. So. Okay. Schauen wir uns das Ganze hier gerade noch mal an. Genau, der ist okay. Der ist im Eimer. Und der ist im Eimer. Okay. Cool. Also, waren das jetzt auch 300 Grad? Ja, gut. Neue E-Mail eingegangen. Ja, ja, klar. Okay, wir haben 300 Grad. Aha.
Okay. Okay, der war in Ordnung. Okay. Okay. Gut. Also wollen wir behaupten, dass es gut ist. 102. Steht das dann auch mal da? Okay, das steht auch noch da. 102. 10C und das da. Okay. Einnehmen. 10C einnehmen und was war das andere jetzt da unten? 821 einnehmen. Schön. Dann gehen wir hier rein. Dann nehmen wir den hier und dann nehmen wir den hier. Schön. Dann gehen wir wieder an die Lötgeschichte ran. Dann gehen wir hier wieder dran. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig mache, um ehrlich zu sein, aber... Naja, probieren geht bekanntermaßen über studieren. So, 11 Volt. Ampere. Ja, geht. Gut. Dann geht das wieder zu. Dann gehen die Schrauben hier wieder rein. Und dann schrauben wir den ganzen Spaß wieder zu. Sehr schön. So. Nö, nee, ich will ihn ja auch nicht verkaufen. Aber wie kann ich den wieder zurückschicken? Das ist ja eigentlich die eine Geschichte, also die andere Geschichte da. Also die generelle Geschichte. Also ich meine, ich habe das Ding jetzt hier. Ich kann den Gegenstand ablegen, aber verschicken. Achso, nee, halt, warte mal. Hier, das Regal. Scheint mir so zu sein, ne? Irgendwie. Ich kann es nochmal probieren, ne? Weil fertig gemacht haben wir es an sie. So, warte mal, ich muss mal kurz hier. Es geht ja eigentlich komplett auf den Sack. Dankeschön. Dieses Geräusch von den Lötkolben. So, Büroeingang. Aufgaben zu erledigen, defekte Teile reparieren. Ja, habe ich ja in dem Falle gemacht, ne? Verträge, aktive Verträge senden. Geld, das Sie verdient haben und verdienen werden, können Sie für Möbel ausgeben, um Ihr Büro aufzufrischen. Drücken Sie T, um den Modus der Bürodekoration zu erreichen. Ja, na und im Momento alle Grazie. Guten Morgen, ich bewerte Ihre Aufträge mit 5 von 5 Sternen. Ja, ach, Profi bin ich. Profi, sag ich doch so. Drücken Sie T, um ins Büro zu gelangen. Ein letzter wichtiger Punkt. Gehen Sie zur Anwendung Bank. Böden. Also hier kann ich die Böden in dem Sinne ändern. Verstehe. Hier kann ich die Wände ein bisschen schöner machen, dass die nicht so aussehen, wie sie aussehen. Hier kann ich ein paar Pflanzen neistellen. Und hier kann ich generell ein paar Möbel neistellen. Freut mir. Gehen Sie zur Anwendung Bank. Hier finden Sie Ihre Transaktionshistorie. Gehen Sie zum Tab Darlehen. Gibt's nicht, also Kredite. Wenn Sie jemals Geld ausgeht, finden Sie hier verfügbare Kredite. Gehen Sie jetzt zum Tab Ausgaben. Ausgaben. Hier befinden sich die wöchentlichen Ausgaben. Denken Sie daran, sie zu bezahlen. Sonst fallen Zinsen an. Krankenversicherung, Steuern, Mieten. Jetzt können Sie auf eigene Faust weitermachen. Wachsen Sie weiter, arbeiten Sie weiter. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch eine Sache, die sich interessieren könnte. Im Shop ist als Marktplatzreiter zu finden. Schauen Sie sich das in Ihrer Freizeit mal an. Marktplatz. Hier finden Sie Angebote für verschiedene Arten von defekten Platinen, wenn Sie sie zu einem niedrigeren Preis erwerben können. Wenn Sie sie reparieren, können Sie die mit Gewinn verkaufen. Das Aufräumen der Platine bringt einen Bonus. Aha.
Gucke an, gucke an, gucke an. Naja, wilde Nummer auf jeden Fall. Ich würde erstmal sagen, für die erste Folge reicht's für heute. Wie ist euer Eindruck? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich find's gar nicht so verkehrt. Ist zwar ein bisschen komplex. Erstmal, also erstmal jetzt klar, erste Folge, erstmal verstehen. Bla bla bla, ne, wie immer. Ich lese mich da ja vorher jetzt nicht ein, sondern ich will das ja genauso erleben wie jeder andere, der sich's auch kauft. Ich meine, klar, wer jetzt ein bisschen IT-Kenntnisse und so ein Gedöns halt hat oder hier so lötmäßig und hier messen, für den ist vielleicht jetzt alles ein bisschen easier gewesen. Für mich ist das jetzt komplettes Neuland. Aber ist auf jeden Fall interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall weiter anschauen. Mal gucken, was hier noch alles so kommt. Ne? Deswegen, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Falls ja, wie gesagt, gerne ein Däumchen da lassen und gerne auch kommentieren. In dem Sinne, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.